Do it. Oh. Was? Ja, nochmal! Oh! Hast du, Junge! Hast du! Triple 1, 2, 3, easy! Yo, was geht? Neues Video, ihr habt es euch gewünscht. Heute machen wir eine Wer kann höher Challenge. Das heißt, wir werden Arschbomben springen und schauen, wer am höchsten spritzt. Wir haben dabei den Felix, den Frank, ich werde mitmachen und der Nico ist auch am Start. Thomas spielt auch eine wichtige Rolle, der springt zwar nicht mit, aber der wird heute mit Pfeil und Bogen ausschießen, welche Sprünge wir machen. Thomas wird auf die Tafel schießen, wo der Pfeil am nächsten dran ist, wird dann der Splashdown genommen. Beispielsweise das Brett in diesem Fall. Thomas ist auch Kampfrichter, der entscheidet, wer die meisten Punkte bekommt, Punktesystem ist. Der am höchsten Spritz bekommt 3, der am zweithöchsten Spritz, bekommt 2 Punkte, der am dritthöchsten Spritz bekommt 1 Punkt. Der am höchsten Spritz bekommt 3 Punkte, der zweithöchste 2 Punkte, der dritthöchste 1 Punkt und der letzte keine Nada. Die Jungs machen jetzt Schere, Stein, Papier, wer anfängt. Okay. Wir zwei. Okay, gut. Also muss ich eh. Du bist Letzter. Felix fängt an, du bist der Zweite, Dritte und dann er der Letzte. Also, wir werden jetzt mal den ersten Sprung schießen. Mal schauen, was als erstes kommt. 1, 2, 3. Den machen wir gleich nochmal. Yogi Cannonball ist die erste. Wir werden von hier springen. Es sind ungefähr 4 Meter, gute Höhe. Ich wünsche Felix viel Spaß. Und ja, ganz wichtig: Thomas ist Kampfrichter. Thomas entscheidet, ob der Splashdown richtig ausgeführt ist, ist ganz wichtig. Wenn er nicht passt, ja, gibt es natürlich 0 Punkte. Also Felix mit dem ersten Sprung, let's go. Oh. Na, das war schon mal nicht an erster Stelle. Nee. Der Felix hat am höchsten gespritzt, Ausführung hat auch gepasst. Zweiter war der Frank, dritter war der Riede und vierter war der Nico, glaube ich. Jetzt kommt die nächste Runde. Mal schauen, welcher Splashdown kommt. Das normale Draufschießen war relativ langweilig, deswegen machen wir jetzt mit ein bisschen mehr Entfernung. Thomas entscheidet, oder er schießt, welchen Sprung wir als nächstes machen müssen. Ich hoffe, ich treffe überhaupt. Schon wieder. Machen wir gleich nochmal. Ich versuche jetzt mal einen anderen zu treffen. Wow, Small Kid. Richtig Bock drauf. Wow. Wie wir alle wissen, ist Nico ein Experte darin. Wer eins der letzten Videos gesehen hat, weiß, dass wir da nicht so gut sind. Deswegen könnte es eine lustige Runde werden. Ich bin gespannt, wer da die meisten Punkte holt. Felix, zeig mal, was du kannst. Kleine Katze, erster Versuch. ja. Oh ja! Oh. Yes! Der war geil! Nein, nix. Das war die Kerze nur mit Kopf nach vorne. Oh, die war nicht gut. Der Trick wurde ja nicht von allen, sag ich mal, erfolgreich gemeistert. Also Nico bekommt 2 Punkte und Riede 3 und die beiden Herrschaften hier bekommen leider 0 Punkte, weil die Ausführung echt nicht so gut war. Big Cat. Ja, weil die Small Cat gerade nicht so beeinflussiert hat, Thomas extra auf die Big Cat geschossen. Frank hat sie gerade schon gemacht, also ihr wisst, wie es aussieht und jetzt... Sollten wir alle hinkriegen. Felix mit dem ersten Versuch. Aus der Crowd. Ja, Ausführung schön. Splash leider nicht so gut. Okay. Die Reihenfolge ist da wohl relativ klar. Hinten raus wurde es immer besser. Also das heißt, Felix leider 0 Punkte. Nico 1 Punkt.
Frankie 2 und Reinhard 3 Punkte. Nächster Spruch. Das war nicht mein Fehler. Alle guten Dinge sind 3. Oh, Alter! Also Thomas scheint es ja nicht zu schaffen, deswegen wechseln wir jetzt ab. Ich versuch's mal. Oh, ich schaff's auch nicht, das heißt, Frank darf mal. Ja! Es ist der Stuhl am nächsten, deswegen kommt jetzt als nächstes der Stuhl. Oh! Knall war schön. Fontäne nicht allzu hoch. Da würde ich fast sagen, dass es eher eine Cannonball war. Erster ist mal wieder der Weltmeister. Zweiter ist der liebe Felix. Dritter ist der Nico. Und letzter ist leider der Frank, weil das eher eine Cannonball war. Also Spiel. Yes! Wir haben den nächsten Sprung. Der Open Cannonball ist es. Schauen wir mal, wer die meisten Punkte holt. Bei Nico und Rainer konnte ich halt nicht so genau den Unterschied feststellen. Deswegen würde ich sagen, die kriegen beide einen Punkt. Erster würde ich sagen, ist der Felix, kriegt 3 Punkte und der zweite, Frank, kriegt 2. Sprung Nummer 5? Nee. Keine Ahnung, mach ich. Dogi hatten wir schon, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Brett. Also beim Brett würde ich sagen, ist auch noch wichtig, dass es schön knallt. 0 Punkte. Drei Punkte bekommt der Nico. Schöner Splash, richtig geil. Zweiter würde ich sagen ist der Reinhard, bekommt 2 Punkte. Dritter mit einem Punkt ist Frankie. Und 0 Punkte bekommt der Felix, weil es leider kein Brett war. Wir hatten Chair, wir hatten Yogi und wir hatten Open. Deswegen würde ich sagen, machen wir den Anker, der ist am nächsten. Anker ist laut Galileo auch die theoretisch beste Arschbombe für eine hohe Fontäne. Ich erwarte jetzt einen Splash von den Jungs von mindestens 32 Metern. Schauen wir mal, ob die meinen Erwartungen gerecht werden. Ja, also 32 finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch, weil so 31 bis 30 sind drin. Oh! Oh, oh. Ihr habt gesehen, dass ich das nochmal erleben darf, dass der Reinhard 0 Punkte bei so einem Spiel bekommt. Ganz klar, Reinhard letzter Platz, 0 Punkte. Vorletzter Platz ist Frankie, kriegt 1 Punkt. Erster ist Nico und zweiter ist Felix. Jetzt letzte Runde der Challenge. Wir machen keinen Splashdown von der Jump Chart. Jeder darf seine eigene Bombe machen. Und da wird nochmal geschaut, wer am höchsten spritzt. Geht noch mit in die Wertung ein. Und ja, ich würde sagen, Felix fängt an, zeigt uns seine beste Bombe. Okay, okay, okay. Mach mal eine Kartoffel. Kartoffel? Alter! Was? Damit steht die Reihenfolge fest. So in der Runde würde ich sagen, hat der Riede mal wieder ganz klar gewonnen. Bekommt also 3 Punkte. Zweiter ist Nico, bekommt 2 Punkte. Dritter ist Frankie, bekommt 1 Punkt. Und letzter ist Felix. Hat leider nicht so viel gespritzt, deswegen 0 Punkte. Also das Spiel ist vorbei. Ich habe die Reihenfolge, wer gewonnen hat, wer verloren hat. Also auf dem ersten Platz ist Reinhard. Es hätte niemand gedacht, dass Reinhard dieses Spiel gewinnt. So, zweiter Platz geht an unseren lieben Nico. Applaus auch für Nico. Der dritte Platz geht an den Felix.
Und der letzte Platz Frank the Tank geht an unseren lieben Frank. Ein Punkt Unterschied, sehr knapp, weil der Frank ein guter Freund von mir ist und verloren hat, habe ich mir was Besonderes für ihn ausgedacht als kleine Strafe. Und zwar ein halbes Jahr von unserer Abschlussstelle. Und den sehen wir jetzt. Jawohl! Also das war's mit der Challenge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, falls ihr Bock habt, dass ich die Splashdiving Jump Chart komplett durchmache und wir schauen, welche Bombe am höchsten springt, so ein bisschen mehr auf Experimentierbasis. Schreibt es in die Kommentare, abonniert, falls ihr noch nicht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Das war nicht mein Fehler.